Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal mit einem weiteren günstigen Kunstlederball, den ich zufällig auf Amazon entdeckt habe. Unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt, aber es kann natürlich echt sein, dass er schon wieder schlagartig ausverkauft ist. Das ist wirklich immer so. Ein Kunstlederball unter 30 Euro ist schon mal ein Schnäppchen. Unter 20 Euro, das ist etwas, was du dir nicht entgehen lassen darfst. Hier jetzt, 24 Euro inklusive Versand auch top. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt. Sollte der nicht mehr verfügbar sein, verlinke ich euch einen zweiten. Einfach mal auschecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Kunstlederbälle für unter 30 Euro, ich sag's euch, ey. Und es ist nicht unmöglich, so etwas auf den Markt zu bringen. Ich werde es euch zeigen, nächstes Jahr, 2021. Ich bin an was dran, an was eigenem. Seid gespannt. Abonnieren, Glocke aktivieren, Supporter lassen. Ich schwör's euch, ich bringe euch was richtig, richtig, richtig Feines auf den Markt. Ja, Mann, das ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Okay, genug gelabert. Es geht los. Ich habe ihn schon ausgepackt, aber nur um zu sehen, was ist überhaupt drin. Weil ich bekomme fast täglich Pakete, daher wusste ich nicht, was da drin ist, aber ich habe es ja gesehen. Hier ist er. Ja. Noch nicht ausgepackt aus der Folie, ich hatte ihn noch nicht in der Hand. Und bin gespannt. Ja, das ist natürlich... das merkst du gleich, es ist schon was Feines. So. Anfeuchten, sehr wichtig, niemals trocken reinstecken. Da hat die Nadel nichts davon und der Ball auch nicht. Und dann würde ich mal sagen, pumpen! Gutes Training. Oh ja, nice, wirklich sehr nice. Wie gesagt, es ist gleich mal das 24 Euro für einen Kunstlederball. Müssen wir schon gar nicht weiter reden, so schlecht kann er eigentlich nicht sein. Ne? Das Produkt, die Marke. Oh, da steht was klein dabei. Tiancheng. Tiancheng, hier seht ihr das Logo. Ich kenne es nicht, noch nie gesehen. Sieht sehr komisch aus, was das hier sein soll. Auf jeden Fall ein richtig schöner Tiancheng-Ball. Ja, Mann, Tiancheng. Welcome to the party. Keine Ahnung. Größe 7, normal Standard. Grip 1A. Verarbeitung so auf den ersten Blick unglaublich gut. Da siehst du echt nichts. Wow. Also du siehst echt wirklich nichts. Ah, das hier ist zum Beispiel nicht eingefärbt. Die Schrift hier ist auch aufgeklebt. Das sieht man zum Beispiel selten. Normal kenne ich das halt her. Man hat so eine Schablone und es wird dann so mit so einer Brandschablone eingebrennt in das Kunstleder. Ne? Ist jetzt hier aufgeklebt. Aber Verarbeitung wirklich top. Für den Preis 24 Euro. Wow, nice, Alter. Wirklich edel. Super geil. Super, super geil. Absolute Empfehlung jetzt schon mal von mir. Natürlich den Langzeittest kann ich euch jetzt hier nicht geben. Was soll ich noch sagen? Unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt. Checkt ihn aus, falls er nicht mehr verfügbar ist. Checkt den zweiten Link darunter aus und gönnt euch den. Ich empfehle nichts Schlechtes, ihr wisst es ja. Daher, ihr könnt mir wirklich vertrauen. Kauft mein Merch. Ja, ansonsten, wie gesagt, seid gespannt. Immer wieder Glocke aktiviert, Abo dalassen für weiteres. Alter, das ist wow. Keine Ahnung. Du merkst es sofort, erhalten kann ich ihn wahrscheinlich nicht. Aber sehr schön. Der Preis einfach, Wahnsinn, Bombe. Den kann es nicht lange geben, der ist bestimmt schon ausverkauft. Für den Preis, Wahnsinn. Es ist echt, keine Ahnung. Ja. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.